Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 3, meine Freunde. Weiter geht's hier, Operation Metro, weil mal wieder hier Angreifer, ich als Munitionshure und der Jute Knight als Medic-Hure. Operation Metro, wie gesagt, Angreifer diesmal nicht wie den letzten beiden Parts Verteidiger. Mal gucken, die Runde, denke ich mal, wird dann auch wieder was länger gehen. Es sei denn, die campen jetzt so hart. Wir haben jetzt einfach mal den Server gewechselt, weil das war doch echt zu ätzend in einem anderen. Da sind wir irgendwie auch ständig nur Verteidiger gewesen. Und Kicklau! Hast du ihn gekillt? Ja. Du warst. Ich hab den noch nicht mal angehittet. Du hast ihn so schnell gekillt. Pass auf, hinter dir. Ja, vor mir auf. Ja, hinter dir ist aber auch einer entlang gerannt. Mich hat Ikea gekillt, aber hammergeil. Der war doch eben in unserem Dingens drin. Ja, wo drin? In unserem, unserer Party. Hab ich dir doch erzählt. Ach sorry, so, das war der. Ja, sorry, dass ich. Also Ikea 1, 2, 3, 4, ne? Ja, irgendwie so. Sorry, dass ich dich jetzt nicht reanimiert habe, es war mir zu heikel. Macht ja nichts. Warte, wenn der Typ nochmal rauskommt, ich bell's von oben drauf. Ah. Wenn er sich traut. Ja, der kam eh nicht raus wegen der Granate. Ob er Killklau ist, ob er Killgeil ist oder nicht, sehen wir jetzt. Wenn er Killgeil ist, dann kommt er raus. Wenn das Blut angeht. Na komm, Siro, lass einfach mal kurz rein. Oder ich werde jetzt das Opfer und sterbe. Mach mal. Ich krieg die Rückendeckung. Ja, komm mal mit. Komm, da ist hier keiner. Okay. Ich bin da. Also geh du vor, ne? Dann kann ich dich reanimieren. Oh, jetzt nicht wegen der Pussy-Taktik, sondern so ein bisschen. Aber nein, ist da wirklich besser. Ja, warum sollst du Medic vor einem laufen? Das sagen sie alle. Okay, ist keiner. Gut. Dann stehen wir deine Spawn weg auf, die du nicht hast. So. Unsere Kollegen sind ja schon hier alle versammelt. Naja, wir waren halt etwas vorsichtiger. Gut. Plantest du? Ich bin schon unterwegs. I'm planting, I'm dead. Genau hinter der Kiste war der und irgendwie hat er mich... Da ist er. Hab dich. Aber der hat irgendwie war ein Spätzünder, oder? Ja, ich lieg schön die Bombe und warte. Nein, legst du die Bombe? Interessant, der muss erstmal den Code aufschreiben, wie der Code von mir ist. Ich hab den ohne Zoom angeschossen, der hätte mich eigentlich locker noch töten können, weil manchmal, wenn man ja nicht zoomt, ne? Aber musste der entweder nachladen, ich glaube, der musste nachladen, bevor er dich getötet hat, und nachladen, nachdem er dich getötet hat. Und dessen hat er sich aber ganz schön viel Zeit genommen. Hab noch einen. Und du hast den Marksman 939. Nö, hab ich nicht. Nee, den hab ich ja. Und wir hatten, wir haben die Basis gelegt. Das meinte ich. Ach so. Auf Kugi zu markieren, ne? War das so? Da ist noch jemand. Wir haben auf den Kugi Star markieren, ne? Bitte? Auf Kugi markieren, ne? Ja. Stimmt, ja. War ja was. Ja. Hab nochmal zwei erledigt. Ich meine, hier im Zug war noch einer. Aber ich muss sagen, die Runden sind schon gut. Ich finde die Waffe einfach geil, diese L85 A2, so glaube ich heißt die ja. Ich finde die echt geil. Oh! Hilfe bei Kill. Alter, ich krieg echt nur noch einen und dann bin ich immer sofort tot. Haben gekillt. Hey, Junge, ich bin noch... Nein, ich bin tot, pass auf! Tasten! Ich wurde reanimiert. Da kommt echt die Noob-Tube an hier. Ja, ich wurde reanimiert, deswegen konnte ich mich noch retten. Die Haltungseffekt. For the win! Ich bin total blind, ich sehe nichts mehr. Das ist doof. Oh, die Brille auf! Artig. Ikea killt mich die ganze Zeit mit seinen Tischen. Ich hab mal, der wirft so einen Würfel ab. Stirbam! Das war ein Holztisch aus dem Jahre irgendwas. So etwa. Ja. Ich komme mal von der anderen Seite. Vielleicht kann ich dann, wenn wir nämlich an der gleichen Stelle sind, ist das was doof, so können wir die wenigstens Sperrfeuer bieten. Hier ist auch noch, hier ist eh noch. Viel Spaß. Danke, werd ich haben. Hast du eigentlich schon irgendwie wieder Rambo gespielt? 6-2. Mach die ganze Zeit. Aber irgendwie bringt das nicht so wirklich viel. Kacke, da kommen sie! Ja, ich komme. Ja, Ikea hat mich endlich mal und der hat mich natürlich auch mit der Granate. Ich hab Cost Fellow getötet. Alter. Jo, der A geplantet ist doch gut. Ja, ich hab geplantet. Ich bin der Planter. Ich bin der Planter von Planter von Planterland. Hab wieder einen. Das ist echt so geil. Komm, nein, die entschärfen A. Ich hab nur den Kopf. Ich hab den Kopf nur ganz leicht gesehen, aber konnte nichts tun. Ja, Kopf. Naja, ja. Hast du B gelegt? Ja. Eben, in der anderen Basis B, hier B, Max B. Ja, B, Alter. Knöpfchen gibt's ja B, ne?
Ich bin der B-geile Hund. Yeah. So. 10-2, Respekt. Echt? Ja, nee. Ich hab das. Du chillst ja vorhin noch dein Leben. Immer. Immer. Oh, hier ist ein Gegner. LOL! Ich lauf erstmal mit dem Sniper vorbei, ne? Das ist natürlich gut. Schade. Ja, ich hab ihn gekillt dann, aber. Ich sollte mir mal Munition hinlegen. Quatsch, Munition wird überbewertet. Da gibt's die schon. Du hast unendlich Muni, gibt's auch Waffen in Borderlands. Welches? Ja, also in Borderlands 1 gab es Waffen, die hatten, da lud sich die Munition endlich nach. Es gab auch eine Waffe, da musstest du nie nachladen. Der hat einfach dauerhaft geschossen. Ist ja geil. War aber eine Pistole, von daher ein bisschen kacke. Also so eine Waffe habe ich schon nie gefunden. Obwohl ich Pistolen eigentlich recht geil finde. In Borderlands 1 bekommst du diese Pistole, wo du unendlich schießt, bekommst du die durch eine Mission. Und die Waffen, die so Munition regenerieren, die bekommst du, ja, die sind halt zufallsgeneriert. Halt wenn so die Welle dies. In Borderlands 2 weiß ich nicht, ob das gibt, ich glaube nicht. Es gibt ja die, es gibt ja so Schilde, die geben dir, die schlucken manchmal die Munition, ne? Von ja, aber ich finde die nicht die sind so sinnlos. Geil. Ich benutze meistens die, wo du entweder noch einen Elementarschaden bekommst, ne? Oder halt die, wo du auch plus Gesundheit hast. Die, wo du oder so. Wo die Angreifer halt einen Elementareffekt ja reinkriegen. Wo die Gesundheit jetzt irgendwie weniger wird, nur damit. Aber es gibt auch so ein Schild, wo die Gesundheit höher wird. Habe ich ja auch mal gehabt. Das finde ich am geilsten, ehrlich gesagt. Ja, ist auch gut. Und wenn das Schild dann auch noch relativ hoch ist. Meistens entscheide ich mich dann auch erstmal am Anfang, dass ich das Schild wirklich behalte, auch wenn es vielleicht um 1000 schlechter ist als als das neue. Nur weil wegen den 2000 Leben, die man dazu bekommt, ist ja viel. So. Mhm. Nur halt die ohne Leben, da finde ich wiederum, die würde ich jetzt nie nehmen, weil wenn du da minus 2000 Leben hast, ist es ja schon was, nur um vielleicht 1000 Schild mehr zu haben. Und ich bemerke, wir reden über das völlig falsche Thema in BF3. Ja, Borderlands, eine große Sache. Ja, jetzt sowieso Let's Play dir das nicht. Naja, ich hab's im Nightzock mal gesagt, hier zu Borderlands 2, habe ich das mal erwähnt, wieso wir das nicht gemacht haben. Ist einfach zu ein großes Projekt, ganz klipp und klar. Und ich finde, das passt echt nicht zum Let's Play. So zum Privatspielen, ja. Oder halt wirklich, wenn man jetzt sagt, das ist wirklich das einzige Hauptprojekt, was man im Moment hat, oder wenn... Sagen Alter. Mal, hab beide. Oh nein, ich bin auch tot. Ikea hat mich getötet. Ja, wie gesagt, seine Tische machen schon. Ja, die liegen da beide an der Seite schön gehockt und schießen. Deine ist jetzt aber tot. Und ich wollte dich wiederbeleben. Jetzt ist der andere auch tot. Ikea. Ich wollte dich wiederbeleben, aber naja, Ikea, ne, kam dann zuvor mit seinen Möbeln. Das war so ein Granitfaser-Waschbecken gegen den Kopf. Oh, das wird weh. Auf, da lagen sie, nämlich die zwei Pussys. Lagen ich zu weiß, zweit. Ich hoffe einfach wieder, einfach knallhart durch. Ich hab auch nochmal geguckt. Die lagen zu zweit da, dann wurde ich von Ikea getötet, der hinter dem wurde dann getötet und Ikea dann auch. Ich bin mehr der Durchlaufer und Knight ist mehr der Aufpasser. Oh. Und du killst dann alle und ich sterbe noch, zum Dank, dass ich aufpasse. Das war eher gerade anders. Ja, gerade. Ja. Zwei Kills und bin dann gestorben. Ja. Alter. Ey. Nein, scheiße, den ich hab. Nein! Weißt du, da schieße ich die ganze Zeit auf einen, hab den Fass und zum Dank sterbe ich noch durch einen anderen. Das ist echt nett, durch einen Sniper. Ich finde das ja so unfair, dass irgendwie die Sniper am Anfang diese Autosniper haben, ne? Ich finde das irgendwie so gammelig. Da kann dann jeder Sniper mit irgendwie treffen. Ich finde, da hätten sie sagen sollen, eine gute Sniper und erst am Ende wird dann wirklich das belohnt, nachdem du auch mal bewiesen hast, dass du mit einer Sniper umgehen kannst. Ah. Weißt du? Klar, du kannst mit einer Sniper dir auch die P90 nehmen und damit das alles freischalten, aber weißt du, so im Endeffekt finde ich scheiße, wenn die da diese Autosniper benutzen oder auch in den Nahkampf gehen, dam, dam, dam. Und Alter, ey, es kann doch nicht sein mehr, ey. Irgendwie mache ich das die ganzen Kills. Die ganzen 6 Monate sieht man mir echt irgendwie an jetzt gerade. Ja, du machst ja trotzdem noch gute Statistiken. Nicht wirklich. Ich habe schon wieder erwischt. Nein, jetzt sterbe ich selber. Fuck. Puh. Wow, Junge, 0% Leben. Jawohl. Alter. 0% Leben. Ey, fucky die fuck, ey, kippt mich wirklich hier der Marksmann. Marksmann. Ich habe ja währenddessen nochmal ab und an gespielt. Ich hatte ja nochmal eine Zeit, wo ich gespielt habe und dann auch nochmal für die Montage, ne? Aber dann auch lange nicht mehr. Wir haben es aber gleich gewonnen, man hört schon die Musik. Wie lange geht die Runde jetzt hier? Kein Plan, ich suche gerade noch den Eingang. Ach, da muss man. Ah, Doppelkill wieder gerissen.
Ich suche den Eingang. Ja, ich komme nicht mehr klar auf diese Map, ey. Da ist noch ein Gegner. Ah, nee, ist doch nicht. Nein, ich habe noch einen Doppelkill gerissen, ne? Die vorne nämlich gestorben sind. Ich komme so aus dem Raum, aus dem Haus raus, ne? Ich denke so, Gegner. Und töte beide. 14-2. Mhm. Nice. 16-6 war das, glaube ich, bei mir, ne? Mhm. 16-6 war auch okay, hast ja wieder mehr Punkte gehabt als ich. Okay, wie lange geht die Runde? 10 Minuten. Ja, würde ich sagen, beenden wir hier, ne? Ja, Runde vorbei. Perfekt. Ich meine, um das nochmal jetzt so zu sagen, kurz, damit sich jetzt hier keiner beschwert, es ist halt einfach so, ja, ich meine, wir könnten jetzt eine neue Runde machen, meine Güte, dann wird der Part aber 30 Minuten lang, dann würden wir den irgendwie bei 15 Minuten teilen und dann wäre es ja langweilig, wenn wir da eine halbe Runde zeigen und dann der Part ist zu Ende. Also, da sagen wir lieber, wir machen immer so kurze Parts, ist ja auch besser für uns und ihr habt eine ganze Runde wenigstens gesehen. Genau, und bevor wir irgendwie sagen so, ja, das finde ich irgendwie geil und auf einmal Schnitt und dann sieht das halt erst am nächsten Tag, das ist halt auch irgendwie blöd. Ja, oder nachher ist die zweite Runde richtig scheiße und dann ärgern wir uns nur, dabei war die erste Runde gut und das wäre ja auch doof und naja. Okay, ich würde sagen, wir verabschieden uns mit einem mächtigen Chakalaka und sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bye. Bye.